wirklich im tiefsten Bayern, wo es ja sehr einsam, aber auch sehr schön und idyllisch ist. Und dann lest ihr irgendwie die Bravo und lest, aha, die Backstreet Boys, yeah, unsere Lieblinge auf Tour, bla 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 bla. Oh, bei uns in der Nähe sind die ja jetzt gar nicht. Was machen wir denn nun? Da hat man keinen Führerschein, nicht so viel Taschengeld und die Eltern erlauben es einem nicht und irgendwie ist man voll verloren gegangen. Und ich denke mal, für sowas zum Beispiel auch ist unser Megapreis echt die Rettung und vielleicht sogar die Lösung. Und wer Glück hatte, waren diesmal Julia und Michaela. Die durften einen ganzen Tag mit den Jungs von den Backstreet Boys verbringen und waren sogar bei einem Live-Konzert dabei. Und ey, was der Hammer ist, ja? Die durften sogar in einem Hotel übernachten, ne? Ho, alter Schwede. Also, was da passiert oder auch vielleicht nicht passiert ist, das sehen wir uns jetzt mal an. Even in my heart, I see you're not being true to me. Hallo, ich bin Julia. Hallo, ich bin die Michaela und wir haben den Bravo TV Megapreis gewonnen. Tja, und der konnte sich sehen lassen. Die beiden bayerischen Schülerinnen waren von Bravo TV eingeladen, die fünf Backstreet Boys hautnah zu erleben. Im Rahmen ihrer Christmas-Tour machte die amerikanische Boygroup an diesem Tag in Koblenz Halt. Vor ihrem Konzert begrüßten AJ, B-Rock, Kev, Howie und natürlich Nick die beiden glücklichen Gewinnerinnen persönlich. Die Backstage-Ausweise öffneten den Mädchen die Türen zu einem der begehrtesten Räume dieses Abends. In der ausverkauften Halle stimmten sich die wartenden Fans schon mal auf das Konzert ein. Für Julia und Michaela ging ein Traum in Erfüllung. Hallo. Hallo. Wie geht's? Wie geht's? Gut. Nick, für dich habe ich Karottensamen mitgebracht. Jetzt kannst du deine eigenen züchten. Oh, für mich? Dankeschön. Thank you. Das hänge ich mir an den Weihnachtsbaum. Du auch Weihnachten. Ah, thank you. Bist du? Christmas time, time to share our love. Come and join. The tidings to the world. Christmas time, the best time of the year. Yes, it's Christmas time. Nachdem die Backstreet Boys sich mit ihrem Weihnachtslied Christmas Time bei den Mädchen bedankt hatten, gaben sie noch einige Autogramme. Kurz darauf mussten sie sich von den Girls verabschieden, denn gleich sollte das Konzert beginnen. Ja, also wir sind jetzt gerade von dem Treffen mit den Jungs gekommen. Es war wirklich total toll und aufregend. Und jetzt stehen wir hier in der ersten Reihe, haben super Platz. Und dann ging es los. Mit dem Hit We've Got It Going On starteten die Backstreet Boys ihre 90-minütige Show. 6000 Fans jubelten und begrüßten ihre Stars. Die Fangemeinde der Boys wird von Tag zu Tag größer. Ja, manchmal rufen welche um 3 Uhr morgens im Hotelzimmer an. Die Fans sind dann noch hellwach und fragen, hey, hast du Lust zu reden? Ich glaube, die Fans rufen in jedem Zimmer an. Wenn du rangehst und sagst, yeah, hello, dann wissen sie Bescheid. Deswegen sage ich jetzt immer, ja, hallo. Im Frühjahr kommen die Backstreet Boys wieder nach Deutschland. Dann wird Bravo TV erneut ein Backstage-Treffen verlosen. Wenn ihr gewinnt, dann könnt ihr sicher sein, dass sich die Jungs genauso viel Zeit für euch nehmen werden wie für Julia und Michaela. Also doch, gar kein Grund zur Panik, weil es ist gar nichts passiert mit den Mädels und mit den Jungs. Aber ich finde auch gleichzeitig haben wir extra euch noch zum Ende des Jahres so ein bisschen euch die Augen und das Herz für den Backstreet Boys